Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Nicht grundsätzlich. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Tja. Ich will sie nicht töten. Ganz ehrlich, ich will sie nicht töten. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Du bist wütend auf... Hast du sie noch alle? Also... Naja. Wunderbar. Aha. Was soll man dazu noch sagen? Man verschont sie und dann ist sie noch wütend. Hallo? Wieder mal Regen. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Naja. Das war doch einigermaßen erfolgreich. Achso, da sollen wir in der Woche nochmal hin. Die Ghule im Dorf besiegen. Achso, das war zu groß. Ah. Es geht noch weiter. Ich dachte schon, wir hätten die Quest irgendwie verkackt. Man sollte auch hingucken. Ich sehe es doch schon glitzern. Achso, ja. Das schon wieder. Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ja, da guckst du, wa? Könnten die denn sein? Degeneration. Ist alles in Ordnung? Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Bist du mager? Bah. Ist ja widerlich. Das nennst du Leben, Hexer? Ich glaube, ich muss noch mal in die Nachricht gucken.
In der Nähe des schiefen Hauses. Okay, hier ist niemand. Aha. Na, mich wundert, dass er sich nicht wieder den Knöchel verstaucht hat gerade. Was war da doch einer drin? Ach doch, Huch. Meine Verehrung, Meister. Hä? Hä? Ja, genau. Regen, ich liebe Regen. Wieder mal Regen. Hier ist das schiefe Haus. Ein Mutant. Ja, ja, selber. Hier waren die Dings drin, die uns geholfen haben, das Theaterstück bekannt zu machen. Oh. Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Aber, hä? Ah, nach den Schlüsseln suchen? Können wir den nochmal untersuchen? Nö. Sollst du es... Hä? Ja. Schlüssel benötigt. Ich frage mich, was das ist. Das werden wir vielleicht gleich erfahren. Aha. Meinem Haus. Tür mit drei Schlössern. Gut, zwei Schlösser haben wir. Schlüssel, meine ich. Kommen wir da ran? Nö. Sehr kurios. Naja. Nein. So. Hey, sieh dich vor der Gosse vor. Ja, ja. Ich muss zugeben, es ist mir einfach zu dunkel.
Gut, dass wir tricksen können. Ja, ist viel heller. Ich hatte auf gutes Wetter gehofft. Götter, verdammtes Wetter. Ja. Da stimme ich dir zu. Au, Entschuldigung. Laufen wir denn hier hin? Meister Hexer, hilf einer Frau in Not! Moment. Das wirkt auch ein wenig verdächtig. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Na gut. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Dieser Scheißstall kostenlos ist. Naja, ich bin gespannt. Steht hier auch einfach da so im Weg rum. Selbst schuld. Ach da. Was ist nur mit den Rittern los? Stirb, Fotzenlecker! Unsere Hexe in würdiger Gesellschaft. Verteilen! Das gibt's doch nicht. Es gibt's doch jetzt einfach nicht. Hallo? Hallo? Ihr seid... Au! Au! Level 11. Hallo? Geh weg. Stirb. Au! Ich hab gesagt, du sollst sterben. Du wirst es nie lernen. Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Ja, musst du. Aha. Damit hätten wir den... Ach, nö. Schlüssel. Ist ja echt unglaublich, dumme Schnepfe. Plötze, ich brauche deine Hilfe. Los, los! Ja, lauf doch nicht im Weg rum. Komm jetzt. Ich habe kurz überlegt, ob wir erstmal zu einem Schmied reisen, aber ist jetzt irgendwie doch nicht so nötig. Ich mache erstmal das jetzt fertig und dann gucken wir mal. Och, es ist echt... Es ist nervig. Warum können wir hier galoppieren? Plötze. Da sagst du, bitte nach links. Und wo reitet das Pferd hin? Nach rechts. Lauf, Plötze. Halt. Leck mich doch. Also ganz ehrlich.
Ich krieg gleich einen zu viel. Wirklich, das ist nicht schön. Komm hinterher, meine Gute. Komm ruhig hinterher. Wenn du es schaffst. Schaffst du nicht, ne? Na doch. Geht doch. Ist doch echt unnormal. Komm jetzt. So, ach, da ist die Treppe. Gut. Ah, das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Stein, Dunkelstahlplatte, ein Credo. Ah ja, warum nicht? Kann man mit leben. Das ist doch voll die Fehlkonstruktion. Zur Treppe hin da geht die Tür hin auf. Also wirklich. So, Momentchen. Wir könnten auch mal ins Inventar gucken und gucken, ob wir was Gutes gefunden haben. Ja. So viel dazu. Der Schaden ist wesentlich besser. Das heißt, wir behalten das Ding. Unbedingt. Oh. Hä? Ach so, das war das Silberschwert. Warum hatten wir ein stumpfes Schwert ausgerüstet? Ach so, von Rittersporen. Oh, ich Trottel. Naja. Das ist... Ach so, die olle Trophäe. Naja, können wir auch mal nehmen. Bin mal gespannt, wie das so aussieht. Sehr schön. Dafür haben wir nichts. Hm? Na gut. Moment. Durchbohrung. Naja. Nein, ich bin so doof. Carabella. Der Schaden ist... Ja, es geht. Ja gut, was soll's. Was soll's. Achso, es ist ja das Stahlschwert. Ja, das ist doch gut. Das will mir gefallen. Erstmal das komplett hochrüsten. Na, Gott sei Dank sind die schlechter. Klamotten. Ja, gut. Dann gucken wir mal, dass wir zu einem Schmied kommen. Kein Brot, kein Geld. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Was war das denn gerade für einer? Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können, das verdirbt ihren Geist. Ach so, so ein Hexenjäger. Einer von den Stärkeren. Oha, Blödsinn.
Können wir da rein, bitte? Hä? Na. Wie blöde. Manchmal, also heute ganz besonders, geht mir die Steuerung tierisch auf den Keks. Ich frag mich, was sie gemacht haben, dass es so behämmert geworden ist. Wirklich unschön. Wir haben auch hier oben keinen Schmied gefunden, ne? Als wir da mal so lang geritten sind. Na gut. Wir wissen ja, wo wir hin können. Burg Kriedenfels. Ah, und ich würde wirklich immer noch gerne wissen, was mit der Anna jetzt passiert ist. Was mit ihr los ist. Naja.